Türchen Nummer 7 und wir beginnen wie immer mit dem IKEA Adventskalender. Ich starte gleich mal die App und suche gerade einmal kurz die 7. Nein. Das gehört zu 24. Hier ist die 6. Ja, wo haben wir sie denn? Da, hier unten, mein Finger war davor. Ja, und dann schauen wir mal. Und die Maus, könnt ihr sehen, die rennt dann los. Ja, ich bin noch ein bisschen müde. Ich habe gestern einen Migräneanfall gehabt und den ganzen Tag quasi geschlafen. War nicht so witzig. So, und hier haben wir einen von diesen kleinen Wichteln, den wir hier auch auf dem Kalender überall finden. Ja, und das wird auch ganz stinknormale Zartbitterschokolade sein. Deswegen werde ich die jetzt auch nicht probieren. Den einfach mal an die Seite. Aber wir lernen natürlich, was Weihnachtskekse auf Schwedisch heißen. Willkommen bei deinem digitalen Schwedisch-Wörterbuch. Wusstest du schon, was Weihnachtskekse auf Schwedisch heißt? Wenn du es wissen willst, tippe auf den Begriff. Julkakor. 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 Heißt Weihnachtskekse. Okay. Ja, dann kann der schon an die Seite. Und ja, ich nehme an, hier ist ein Washi-Tape drin. Das fühlt sich sehr verdächtig mit einer Washi-Tape-Verpackung an. Und hier, das ist echt hart. Und als ich es aus dem Karton rausgenommen habe, habe ich schon ein bisschen gerochen, dass da ein seifiger Geruch rauskommt. Und deswegen nehme ich an, dass das hier eine Badekugel sein wird. Und ich fange aber an mit dem Päckchen von Miss Fruchtfest. Oder hatte ich gestern das? Ich weiß es nicht mehr. Ja, ich mache das zuerst. Ja, und ich hatte ja schon eine Badekugel von ihr drin und die habe ich schon ausprobiert. Das war diese mit dem Snowfall, hieß die. Und da hat mein Badezimmer 2 Tage nach gerochen. Das war richtig krass. Jawohl. Und das stimmt. Und das hier ist eine Cherry Blossom. Ja, und die riecht so leicht blumig, seifig, riecht aber lange nicht so stark wie diese andere Badekugel, die ich vorher von ihr hatte. Aber bin gespannt, wie die hier ist. Und die andere, die hat auch gesprudelt wie nichts Gutes. Also, ja, sehr witzig. So, und dann schauen wir mal, ob ich recht hatte mit dem Washi. Ein Washi und ein Einhorn-Sticky-Note. Das habe ich gar nicht erfüllt. Ja, und das ist super süß. Sehr schön. Das Einhorn liegt hier auf so einem Donut. Ja, klasse. Und auch das Washi ist krass süß. Schaut mal, mit diesen kleinen süßen Füchschen. Mega, mega süß. Ja, und das scheint vom Teddy zu sein. Das habe ich da nie gesehen. Wann hast du das denn da gesehen? Ich habe dieses Washi da noch nie gesehen. Also hätte ich das gesehen, hätte ich mir das 100 Pro gekauft. Ja, halt wegen diesen Füchschen. Aber ich habe das da nie gesehen.
Ja, umso cooler, dass ich es habe. Sehr schön. Ja, ihr Lieben, dann sage ich für den Moment schon Tschüss. Wir sehen uns ja theoretisch in ein paar Stunden schon wieder, wenn ihr möchtet. Dann gibt es um 10 Uhr heute das Premiere-Video. Und ich weiß nicht, ob ihr schon mal so ein Premiere-Ding gesehen oder mitgemacht habt. Da könnt ihr dann mit mir chatten während des Videos. Ich bin da selber auch gespannt drauf, ja, wie das so wird. Und ja, ich werde auf jeden Fall online sein. Ich konnte das Video selber auch nicht angucken. Normalerweise, wenn ich dann in meine YouTube, in mein Dashboard sozusagen gehe, kann ich ja immer meine Videos sehen, alle, auch die, die noch privat sind. Und die auf Premiere geschaltet sind, die kann ich mir alleine vorher auch nicht angucken. Also ich kann die dann wirklich erst mit euch zusammen angucken. Finde ich total cool und lustig und da freue ich mich auch schon drauf. Ja, und dann sehen wir uns nachher auf jeden Fall zum Premiere, beziehungsweise ihr seht mich und ich guck mal, ob ich was von euch lese. Und ja, auf jeden Fall sage ich jetzt für den Moment erstmal Tschüss und bis nachher.